Hi und willkommen zurück bei Dark Side of Horror. Heute mit einem neuen Video zu einem ziemlichen Klassiker des Extreme Horrors. Und zwar geht es heute um The Human Centipede Part 2 in Farbe. In dem Video wird es eine Review von mir zu diesem Film geben. Ich werde mir den Film auch gleich, wie sonst bei den anderen Reviews auch, direkt nochmal anschauen, damit das Video wieder möglichst frisch ist. Ich werde einige Sachen zu der Zensurthematik in Deutschland erzählen, generell zu dem Release hierzulande. Also, wir sehen uns. So, ich bin wieder zurück und habe mir das nette Filmchen, wenn man es so nennen kann oder darf, gerade nochmal angeschaut und ja, es war schon eklig. Das ist nicht das erste Mal, dass ich den sehe, aber das war schon eklig, muss ich sagen. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen SpongeBob gucken und vergessen, was ich mir da angeschaut habe. So, jetzt aber erstmal dazu, worum geht's denn in diesem Film? Also, ich denke mal, der Name Human Centipede, der ergibt sich von selber, was er bedeutet und was es darstellen könnte. Es geht in diesem Teil um den Martin, einen psychisch kranken Erwachsenen, der sehr unter dem Missbrauch seines Vaters leidet und auch unter dem Hass seiner psychisch total gestörten Mutter. Und er ist ein riesiger Fan vom ersten Human Centipede-Film. Er sieht ihn sich jeden Tag an, auf der Arbeit, zu Hause. Er liebt den Film sogar so sehr, dass er sich ein nettes Büchlein dazu gebastelt hat, wo er dann immer mit rumfantasiert, wenn er seinen eigenen, also dass er seinen eigenen Tausendfüßler hätte, den er sich in diesem Film auch macht. Er fängt an in seinem Parkhaus, wo er arbeitet, einfach hier und da mal ein paar Leute mit dem Brecheisen K.O. zu hauen oder ihnen ins Bein zu schießen oder was auch immer. Die sammelt er dann in einer Lagerhalle und fängt dann an, sie zu operieren. Man muss da aber dazu sagen, im ersten Teil hat die Operation noch ein richtiger Arzt, dieser Dr. Laser oder Lazar, durchgeführt. Hier haben wir dann jetzt jemanden, der keinerlei Arzterfahrung hat, der sein ganzes Wissen aus einem Film hat und der dann da anfängt, mit Hämmern rumzudoktoren oder Leuten das Gesäßfleisch dann mit einem Küchenmesser wegschneidet. Ja, also medizinisch akkurat ist anders. Dann nachher hat er seinen Tausendfüßler und mit dem vergnügt er sich dann auch. Wortwörtlich. Komm, Freddy, Brust bauen. Wie der Film endet, müsst ihr aber alle leider selbst herausfinden, weil das will ich jetzt nicht spoilern. Man könnte jetzt sagen, das wäre ein bisschen gespoilert gewesen, aber ganz ehrlich, der Titel verrät eigentlich, was passiert. Das ist kein Spoiler. Das gilt nicht als Spoiler. Es ist ein bisschen schwierig, sich über den Film eine Meinung zu bilden. Filmisch gesehen, mit normalen Horrorfilmen verglichen, wäre der Film wahrscheinlich absoluter Bullshit. Es gibt im Film keinerlei wirkliche Spannung. Das Schauspiel ist bis auf eine Person wirklich miserabel. Jede Schauspielerei in dem Film ist schlecht. Es gibt Pornos, die haben besseres Schauspiel als dieser Film teilweise. Aber der liebe Martin spielt seine Rolle hier wirklich sehr gut. Oder eher gesagt, er wird gut gespielt. Er ist wirklich sehr, sehr glaubwürdig in dem Film. Er redet den ganzen Film auch kein Wort. Man hört ihn hin und wieder ein paar Mal schreien. Ein bisschen so. Nii. Das war's dann aber auch. Also, als Horrorfilm gesehen, mal abgesehen von ein paar blutigen, ekligen Effekten, nichts. Als Extreme Horror oder als Hardcore Splatter-Film gesehen, ist der Film schon ziemlich gut. Man weiß ja, dass bei einem Splatter-Film der Fokus überwiegend auf den Effekten liegt. Da ist die Story nicht immer das ganz Wichtige. Und ja, von den Effekten her geht der Film wirklich zur Sache. Es gibt literweise Blut, es fließt eigentlich so ziemlich jede Körperflüssigkeit, die ein Mensch in sich hat. Ob man das jetzt wirklich auch alles sehen will, ist natürlich wieder dahingestellt. Ich persönlich muss sagen, ich finde ihn gut. So krank der Film auch ist, ich finde ihn gut. Mir gefällt der Film, also als einfach krankes, kleines, lustiges Blätterfilmchen. Durch seine schlechte Machart, besonders durch das Schauspiel halt, die Effekte sind ziemlich gut, wirkt der Film teilweise halt auch schon wieder ziemlich lustig und vieles ist halt sehr unglaubwürdig. Deswegen, ernst nehmen kann man den Film nicht und ich denke auch, so wie der Film gemacht ist, nimmt er sich an vielen Stellen auch selber nicht ernst, weil der Film wirklich versucht, auf krampfhafte Art und Weise zu sagen, ich bin krank, ich bin böse.
Ich mach böse Sachen. So funktioniert der Film quasi. Man will einen kranken, heftigen Film sehen, den kriegt man hier geboten. Mehr steckt aber auch nicht hinter diesem Film. Er ist für Splatter-Fans unterhaltsam, aber ansonsten würde ich den Film niemandem empfehlen. Also jemand, der jetzt nur normale Horrorfilme gerne schaut oder der einfach hier und da mal ein Filmchen guckt, solchen Leuten empfehle ich den Film absolut nicht. Leute, die aber auf extrem kranken Splatter-Scheiß stehen, mit Blut, Gedärmen, Gewalt, bisschen Pipi-Kaka, den kann ich diesen Film nur wärmstens ans Herz legen. Besonders in der hier vorliegenden Farbversion. Eigentlich ist die Version des Films ja schwarz-weiß gewesen, die zuerst rauskam. Später wurde dann aber die Farbversion nachgelegt. Und ja. Ich kenne beide Versionen. Die Schwarz-Weiß-Version ist auch schon ziemlich eklig, aber ich finde, in Farbe geht er noch mehr ab. Also das ist schon wirklich. Der Film ist eine Hausnummer, kann man sagen. Wenn ich dem Film jetzt Punkte geben müsste, um das mal ein bisschen als Bewertung besser zusammenzuordnen. Wenn ich den Film jetzt bewerte, dann bewerte ich ihn aber auch als einfach als Splatter-Film. Ich gehe jetzt nicht hin und sage, ja, das ist viel zu wenig Handlung, geht voll unter oder so. Nee, ich behandle den Film auch als das, was er ist, nämlich als krankes Splatter-Machwerk. Und in dieser Position muss man sagen, ist der Film gut. Er ist wirklich gut. Man hat sich gerade von der einen ekligen Szene erholt und schon kommt die nächste. Und auch das Ende des Films ist ziemlich schön. Als Splatterfilm kriegt der Film bei mir 8 von 10 Punkten. Definitiv. Man hat ja bereits gesehen, dass der erste Teil nicht besonders gut bei der FSK ankam, denn sie verweigerten dem ersten Teil die FSK-Freigabe und ließen eine geschnittene Fassung dann doch mit einer FSK 18-Freigabe davonkommen. Beim zweiten Teil war es ein bisschen schwieriger. Der zweite Teil musste in der Schwarz-Weiß-Fassung für die schwere SpyJK-Freigabe, also für SpyJK strafrechtlich unbedenklich, musste er um 17 Minuten gekürzt werden. 17 Minuten für die schwere Spyro-Freigabe. Also, wie ihr jetzt hier sehen könnt, das ist zum Beispiel jetzt mal die geschnittene Blu-ray mit der Schwarz-Weiß-Version und auch das Wendecover. Und das hier ist dann im Vergleich mal die ungeschnittene Fassung. Also, damit man mal weiß, wie die aussieht. Könnt ihr auch nochmal alles auf Schnittberichte nachlesen. Und die Farbversion, die ist dann später auch rausgekommen, und zwar über XT-Video und Marketingfilm. Ich habe die Blu-ray von Marketingfilm. Und bei dieser Blu-ray gab es einen Diskfehler. Und zwar war das Bild fehlerhaft. Deswegen wurde die Disk aus dieser Blu-ray mit der Disk von XT-Video getauscht. Das heißt, ich habe diese Blu-ray erhalten und hatte dann aber die Disks, die in derselben Blu-ray wie von den XT-Video-Releases drin war. Also wie die Disc im Mediabook oder in der normalen Emery halt. Deswegen dachte ich auch erst, dass das ein Bootleg wäre, weil auch die Bilddruckqualitäten relativ mau sind bei dem Label Marketingfilm. Muss ich leider mal dazu sagen. Ich habe hier noch eine andere DVD von Marketingfilm und da sieht man auch, dass ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, zum Beispiel die Schrift. Es lässt wirklich teilweise sehr zu wünschen übrig. Also Marketingfilme haben es nicht immer so mit qualitativ hochwertigem Coverdesign, aber bei dem Film zum Beispiel ist die Bildqualität dafür super. Also auch für eine relativ alte DVD. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einfach mal hier unten meinen Kanal abonnieren für weitere Videos, die in der Zukunft kommen werden.